Und wieder still. Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Ja, das ist natürlich für mich auch kein Problem. Dieses zwei Runden Rundkursrennen hier geht auch nur über zwei Blocks rum. Sowas fährt man rückwärts eigentlich im Schlaf. Sollte zumindest normalerweise funktionieren. Ach du Scheiße. Und wisst ihr, was ich toll finde? Ich habe 30 Frames. Wobei das bis jetzt eigentlich schon immer so war, dass ich bei sozusagen Second Let's Plays immer eigentlich volle 30 Frames hatte. Sogar im Menü habe ich sogar 60 Frames, obwohl ich nur 30 eingestellt habe. Naja. Aber bei Minecraft, Leute, da läuft es einfach nicht, dass ich hier mal ein bisschen mehr als 20 Frames, wenn es gut geht, zusammenkomme. Das wird wohl nie was. Naja. Und wieder die schöne Jump-Abkürzung. Und jetzt einschränken war fast ein bisschen zu viel. Und da sind wir auch mit einer Minute fast durch. In der zweiten Runde werden wir unter 2 Minuten dann bleiben, wenn wir nicht anrennen. Hoffe ich zumindest mal, denke ich mal, müsste so sein. Und ja, ich glaube, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass eigentlich dieses Spiel alle kennen sollten. Sie sollten es zumindest alle kennen, der schon mal ein bisschen mit Videogames und so zu tun hatte. Aber wenn nicht, dann erkläre ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen was dazu. Wobei wir eigentlich alles so erzählt bekommen. Naja, auf alle Fälle, ich bin halt der Hodenkrebskrieg quasi. Ich bin derjenige, der dieses Auto fährt, kann man unschwer erkennen, denke ich mal. Und wir sind hier eigentlich auf dem Weg bei der Blacklist auf Platz 1 zu kommen. Und ja, wie ich gesagt habe, unter 2 Minuten. Und wir werden halt hier ein paar Rennen fahren müssen, Kopfgeld verdienen und so weiter. Aber das werden wir alles später nochmal genau erklärt bekommen. Jetzt wird wahrscheinlich wieder ein Video folgen und in dieser Zeit bin ich natürlich wieder still. Gutes Rennen. Dein Stil gefällt mir. Aber bei den Typen musst du aufpassen. Bis dann. Na, du Angeber. Ich find's gut, dass du dich hierher traust. Wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Deine Karre. Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Mein Zuckerpüppchen. So, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo so erlebt vor ein paar Minuten und Rennen. Ja, wir fahren gegen die Nummer 15 der Blacklist, gegen Racer. Und eigentlich ist es ja auch egal, ob ich jetzt gewinne, also ob ich jetzt vorn bin oder nicht. Wir können eigentlich stumm hier bis Prozent 74, glaube ich, können wir oder so. 75, 76 einfach nur hier stumm entlang fahren. Denn wir müssen uns ja hier keinen richtigen großen Kampf liefern, denn wie wir ja vorher schon mal gesehen haben, haben wir dann einen kleinen Ölfleck, der ganz zufällig da ist. Ich habe keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Also Razer braucht ja gar nicht fragen. Seine Leute haben da garantiert nicht rumgeschraubt. Weil das wäre ja viel zu offensichtlich. Und genauso wie diese zwei Bullen hier schon wieder warten.
Wenn wir hier kommen, fährt sogar der eine. Oh. Oh. Ja, ich wollte eigentlich was anderes drücken. Ja. Ich habe gerade eben aus Versehen auf die Windows-Taste gedrückt. Und das war natürlich Absicht, um diesen einen Kopf auszuschalten. Nein, eigentlich wollte ich auf Speedbreaker drücken, aber wie ihr gemerkt habt, habe ich eine kleine falsche Taste gedrückt. Aber macht ja auch nichts, hoffe ich zumindest. Der Typ lässt sich nicht einholen. Ich brauche Verstärkung. Ja, nicht nur du. Okay, Roger, 2-4. Habe Boden in Händen für euch. Sind unterwegs zu euch. Oh, oh, oh. Wir haben ja fast ein bisschen zu weit gedriftet. So. Und wieder um die Kurve rum. Zack. Und schon hätten wir dich wieder, süßer Razor. Du bist getroffen, hörst dich an wie bei Call of Duty hier. Wir sind getroffen! Ghost is down! Ne, wie heißt der? Meat! Meat ist getroffen. Bei MB2 da. Das Hornissennest oder so. Oder das, was davor ist da. Irgendwie so. Vielen Dank zum Fahrzeug. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Oh Gott. Ich kann schon gar nicht mehr die ganzen Sprachkontakt sozusagen. So, auf die Seite, Bulle. Boah, du hast aber einen fetten Kahn. Ganz schön stabil. Hey, an deiner Karre stimmt, das nicht. Da ist ein riesen Ölfleck am Startlinie. Du musst das Rennen schnell beenden. Okay? Ja, ja. Wenn nur noch 2% gewesen wären, dann kein Problem, aber hier kann ich mich ja nicht sowieso gleich bei der Mülltonne abstellen. Und das Video wieder kommen lassen. Danke für die Karre. Für dich ist die Blacklist eine Nummer zu groß. Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey, Mia, Schätzchen. Die Gewinner sind doch hier drüben. Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelingt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Ja, und hier sind wir. Wieder bei Null. Wie oft habe ich dieses, ich sag's mal, Problem schon gehabt. Und ja, ich habe es ja bei dem anderen Spezialvideo schon gesagt. Wir werden unseren kleinen hübschen Geldarsch von 30.000 in diesen schwulen SS hier verbranzen, denn das ist meiner Meinung nach das beste Auto, das man zu dieser Zeit haben kann. Ich bin überstellt. Hey, ich bin's. Check deine Karte.
Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Wir treffen uns dort. Auf alle Fälle. Bis gleich. Boah, hier rasen wir wirklich mit fast 100 km/h durch die Stadt hier. Einmal links, gleich abgekürzt. Der schwule Pfeil, der hat überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Und wir werden hier einfach ganz gediegen die Abkürzung nehmen. Wobei Abkürzung ist nur so relativ. Schauen wir mal, ob wir hier sogar einen Speedbreaker verwenden könnten. Ja, ging doch quasi super. Und ich muss jetzt doch mal irgendwie, ich glaube, Audio, da können wir die Spielmusik auf 1 weiter nach oben stellen. Ich denke, das dürfte so auch passen, dass ihr mich dann immer noch gut hört. Hoffe ich zumindest. Ist das okay? Teilnahmesystem aktiviert. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Auf alle Fälle. Und hier aber den nächsten Gegner, Nummer 15. Sonny oder einfach nur eine billige Verarsche von Sony. Lebenslauf. Das hier ist Sony, wir nennen ihn jetzt einfach mal Sony. Er hat verdammt viel Zaste in seinem Schlitten gesteckt. Naja, immer so, je nachdem wie viel geht halt rein, gell? 20.000 für ein Auto, da kannst du nicht recht viel mehr als 20.000 reinstecken. Oh, natürlich. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wunder dich nicht. Naja, das kann man immer so von außen stehen da dann nicht so ganz glauben, wenn man dann nämlich drinnen ist. Er versucht immer als erstes die neuesten Teile an seinem Wagen zu haben. Ja, da wünsche ich dir schon mal viel Glück dabei. So, jetzt starten wir eigentlich offiziell erst das Let's Play zu Need for Speed Most Wanted, könnte man eigentlich sagen. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wie viel Uhr es ist, wie lange ich jetzt quasi hier schon wieder aufnehme. Denn ich denke, ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Für diese Woche dürften die Folgen schon reichen. Am kommenden Wochenende werde ich wieder weiter aufnehmen. Wir wollen wirklich speichern. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme Staffel Teil Episoden Viech. Und bis dahin wünscht euer Hodenkrebscreme euch einen schönen Tag, Woche, wie auch immer. Bis zum nächsten Video. Aufnahmeteil, euer Hodenkrebscreme. Ciao.